Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Blattgrün Armageddon. Bevor wir den zweiten Arena-Leiter wegklatschen, wollte ich euch nur noch mal zeigen, dass ich aufgerüstet habe. Ich habe alle auf 42 trainiert. Der hat sich weiterentwickelt zu einem Stollos. Dann habe ich Hundemann auf 42. Dann habe ich mir einen Morlord gefangen, der eine coole Sache H2-Absorber hat. Und ein Taubos auf 42 und natürlich Pinsir, der alte Stück Zement. Für den Arena-Kampf benutze als erstes ein Starmie und ach meine Fette, drücke ich gerade ein bisschen die falschen Knöpfe. Genau. Will ich mit Hundemon anfangen, da ich mir sicher bin, dass ich das Psycho-Pokémon relativ schnell down bekomme. Und dann ist halt meine Taktik, möglichst probieren, mit Morlord dieses Turtok kaputt zu kriegen, irgendwie. Und sein Sengo mit Pinsir. Und dann gucken wir weiter, was wir noch so hinkriegen. Aber ich bin der Meinung, dass wir den eigentlich jetzt schlagen können. Ich muss nur auf die Taktik achten und mich nicht blöd wegmachen. Deswegen tun wir in normalen Sprechen. Jo Mann, ich bin es, Takoro, wie geht's? Interessiert mich nicht. Vollidiot, Zwinker-Smiley. Ich würde dich ja sowieso in die Microwave putten. Also, bring it on, bitch. Dun, 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 dun. Hoffentlich hat er jetzt nicht heimlich trainiert oder sein Starmie kann Hitzekoller. Lol. Das Pokémon war vorher auf Level 28 und ist jetzt auf 29. Ein Schlag. Okay. Tja, so schnell kann es gehen. Ein Gengar eingesetzt. Ne, gegen seinen Gengar habe ich noch weniger Angst. Gengar verstärkt seinen Fokus. Schnapp. Mit einem Schlag tot. Gengar tot. Sehr schön. Ein Sengo, genau. Da wollten wir ja auf Pinsir. Der macht eh wieder Turbo-Tempo. Also sein Erstschlag ist ihm schon mal garantiert. Aber er ist ein Normal-Pokémon und mit Durchbruch. Zacka, zacka. Huh. Er sollte ihn eigentlich One-Hit-KO machen. Jawoll, nice. Läuft ja schon mal sehr gut. Ein Landturm. Jawohl. Da haben wir jetzt unsere Spezialwaffe dagegen. Mein Morlord. Du. Nämlich kann er mich mit seinen Donnerattacken nicht angreifen. Außer das Ding kann Megasauger. Aber ich kann dafür etwas anderes. Das ist Erdbeben. Dadadam-dam-dam. Das ist auch meine Spezialmaschine dann gegen Garys Landturm. Der Penis, so, schwupp. Es wird sein Turtok eingesetzt. Ich habe halt nichts, was Donner attacken kann, aber da werde ich mir ja dann ein Geister-Pokémon besorgen, dass das diese Aufgabe erfüllt. Turtok. Versuchen wir es nochmal. Ich tue jetzt erstmal Gena einsetzen. Er kann Regentanz von mir aus einsetzen. In der nächsten Runde pennt er ein. Das ist nämlich mein Ziel. Ja, die Geräusche, die gehören halt einmal dazu. Es regnet. Und das Geile ist, er kann mich mit Wasserattacken nicht angreifen, weil es nämlich zu Lebensenergie umgesetzt wird. Hoffentlich gefriere ich nicht. Ja, die Initiative ist mir ja nicht wurscht, der pennt nachher sowieso. Da. Es regnet weiter. Er hat natürlich Überreste am Start. War ja klar. Okay. Ich bin mir am überlegen, ob ich nicht zuerst Lehmschuss einsetzen soll. Wir tun etwas vorspulen. Erdbeben. Dass ihr das nicht so lange sehen müsst. Weil ich finde, hier kann man ruhig, darf ich ruhig speeden. Jawohl. Jetzt haben wir ihn. Doch nicht. So, Turtok tot. Seht ihr, er konnte ja nichts gegen mich machen und H2O Absorber, ein Kicklion. Da haben wir natürlich wieder unsere Spezialwaffe namens Pinsir am Start. Denn ist ein Normaltyp am Anfang. Also wenn ich ihn mit einem Schlag weghaue, kann ich ihn One-Hit KO'en.
Es regnet weiter. Nein, nicht, dass er zu einem Wassertyp wird. Nee, weder noch nicht. Und Zacka! Huh. Komm, one hit. Nice, haben wir den zweiten Arena leider auch schon geschlagen. Ah, ist das schön. Sehr schön. Ich bin eine entzückende Lady. Kiss the ring, bitch, sag ich da nur. Aber nimm ruhig den Aquarium. Oh Mann, der Kellord lässt alle Bombis deine Befehle gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen. Deine Pokémon können zerschneiden und jeden Zeit ansetzen. Keine Büsche sagen. Wird ich dir noch mein Lieblingsthemen. Genau. So ist die Aquawelle. Können. Jo. Dann schenke ich diese Attacke natürlich Morlord. Weil dann hat er noch eine Wasserattacke am Start. Lol, Stolos kann als Dings, als Stahl-Pokémon eine Wasserattacke lernen. Wäre eigentlich von Vorteil. Ich glaube, ich gebe Stolos. Wusste ich gar nicht, dass der Wasserattacken erlernen kann. Muss ich mal gucken, welche Attacke ich ihm weghaue. Kopfnuss behalten war Felskap auch. Ja, Kopfnuss ist halt so eine Sache, ne? 50. Ja, hauen wir Metallklaue weg. Spulen wir mal ein bisschen. Darum sehen wir, eine CD in den Kopf implantiert kriegt. So, da haben wir den zweiten Arena-Leiter auch geschafft. Das ist doch nice. Dann tun wir uns jetzt schnell aufheilen und machen uns auf den Weg in die nächste Stadt. Beziehungsweise war ich schon in dieser Stadt, denn ja, ich war halt irgendwie gerade so in Laune und habe euch ja gesagt, ich will das Morlord suchen. Weil ich mir noch sicher war, dass ich das bei meinem Kollegen, als er das gespielt hat und ich nebendran saß, das Morlord im Gras gefunden habe. Und das ist auch so, aber man findet das erst auf der Route zu Orania City. Da habe ich natürlich das dort gefangen und dann war ich auch in Orania City und dort sind halt die Pokémon stärker. Was damit einfacher macht zu trainieren. Und deswegen habe ich mir das natürlich gerade mal, mir das erstmal zu Nutze gemacht und alle auf 42, weil unten kann man sich Tauros und so fangen, Voltenso, alles auf Level 36 fast. Es gibt natürlich tolle EP, wenn man natürlich dann auch noch einen Morlord trainieren möchte. Und ich glaube, hier habe ich mich mit allen angelegt, kann das sein? Ah, ne, doch nicht, okay. Man findet hier draußen nicht viele Käfer, ja nee, was du nicht sagst. Ich hoffe nicht, dass meine Maus im Bild ist. Ich habe die gerade jetzt erst gesehen. Skorgler. Naja. Da steht mir die Zunge raus. Dieser böse Mann. Glut. Schwupp. Oh, stimmt. Das war ja... Oh, er burnt. Na toll. Danke dafür. Sehr. Was ist meine Maus wirklich im Bild? Sorry. Zucki, aua. Ja, genau. Gehe jeder Tage jetzt vorbei. Dass wir also da ständig seinen Ruckzuckhieb einsetzen darf, genau. Ja, es ist natürlich klar. Mhm. Das Ding hat natürlich einen Flutwert von einem Haus, aber ist ja wohl. Wen interessiert's? Und dann erst, wenn er nur noch ein HP hat und sowieso verreckt wäre, dann machen wir ein Kapilz. Naja, das kann auch Tauros erledigen. Ist ja schließlich auch ein Flug. Ist dann schließlich auch nicht auch, sondern ist ein Flug-Pokémon. Sollte er das machen? Ein Kapilz. Brrr. Ja, wow. Das Ding ist gar nicht mal so viele Level unter uns. Naja, aber trotzdem ein Critical Hit. Weil hier ist halt wirklich so, ich glaube auch, dass die Sporenwert von lässt Tauros einschlafen. Wenn ich sowas schon lese, dann kriege ich einfach Hitzepickel. Ist halt einfach so. Naja. Peter, wo es liegt, den Spinnenkopf, den können wir auch nur so weghauen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ariados, komm raus. Könnte man sich auch fangen hier. Aber was will ich mit so einem Spinnengesicht? Bringt gar nichts. Ein Abonnent, das war glaube ich der Silent Gaming, hat gesagt, komm, fang dir doch einen Geister-Pokémon und falls es geht, einen Zwerglops und falls das geht, ja, mache ich das. Moin Chef. Bueno! Auf uns heimlich zu belauschen. Belausche hier doch keine Leute.
Das würde mir nicht im entferntesten Sinn einfallen, dir zuzuhören. Ein Turtok. Ich habe natürlich das falsche Vieh vorne. Level 46! What? Sag mal, spinnst du? Okay, mach nur Turbo-Dreher, damit kann ich eigentlich noch leben. Mach mir eh kaum Schaden. Okay, das speeden wir ein bisschen, weil der natürlich sicherlich jetzt immer Schutzschild einsetzen will. Schnapp. Also solange er nicht Aquaknarre macht, schnapp. Ist ja alles okay. Warum er nicht Wasserattacken einsetzt, ist mir ein Rätsel, aber wir haben jetzt gerade einen Turtok auf fast 50 geplättet. Oh, okay. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Versucht, Finte zu erlernen. Was haben wir denn da am Start? Ich glaube, ich mache Smog weg. Smog ist so eine Scheißattacke, die eh nicht hilft. Und Finte können wir auch noch die Leute angreifen. Und Finte ist das Geilste, die Attacke trifft nämlich, glaube ich, immer. Das ist so ein Garant für einen Treffer. Ich könnte die am Start haben. Wir wechseln Maus. Der ist ja nämlich jetzt schon Level oben drüber. Ich mach mal Stahlos nach vorne, dann seht ihr den auch nochmal in Aktion, den Chef. Entschuldige, aber das hier ist ein Privatgespräch. Okay, ich habe vergessen, dass ich eine Frau bin. Ja, na, so schnell kann das gehen. Ich kann da keine Frauenstimme imitieren. Ein Radikal und ein Raichu. Okay. Stolos und Pinsir. Okay. Ja, Felsgrab auf dich. Durchbruch auf dich. Poktuki. Wow, das hat ja eh richtig gebracht. Zacker, zacker. Und tot ist das Rattengesicht. So ist das. Ich habe Angst wegen diesen blöden... dieser Statik von Raichu. Zack, zack, zack. Eine Aquarelle und halt nochmal. Ruckzucki, bumm. Hat sich das Dings eigentlich bewegt? Zacker, zack. Ich bin jetzt zwar tot und ich bin paralysiert. Wegen der Statik. Ah, doch nicht. Glück gehabt. Wieder besiegt. Pikmin Nancy. Grrr. Ich hasse zu verlieren. Genau. Sehr gut. Imitiert. Den habe ich schon besiegt. Hier natürlich auch, weil ich natürlich in die Stadt wollte. Und natürlich haben wir das Bootsticket. Und ihr wisst ja, wo wir als nächstes hin sollten. Auf die MSN. Aber ich will nicht auf die MSN. Ich will noch ein paar Leute klatschen hier drüben. Da gibt es nämlich noch Trainer. Sollten uns jedes Training mitnehmen, das wir kriegen können. Und das machen wir auch. Den hier habe ich besiegt. Ich glaube, den hier unten auch. Ah, ne, doch nicht. Weil hier habe ich natürlich auch trainiert, weil hier natürlich die Pokémon auf Level 36 sind und so. Das macht natürlich schon mehr Spaß, hier zu trainieren. Was hat er denn? Ein Quapuzzi und ein Landtorn. Okay. Mach mal. Die falschen Vier vorne. Zack, boom, boom. Okay, du wirst ausgetauscht gegen Morlat. Und du machst halt einfach mal einen... Na, was kannst du machen? Das ist ein Psycho-Wasser-Pokémon, der andere. Ich glaube nicht, dass der auf Vergeltung steht, aber wenn er mich angreift, dann kriegt er halt die Quittung. Morlat am Start. Sehr gut. Regentanz. Okay. Latun greift Pinsi an, dass Vergeltung etwas stärker wird. Dreschflegel. Sehr gut. Genau. Okay, aber das machen wir jetzt noch. Er macht. Ein Erdbeben trifft natürlich alle. Aber Bodenattacken sind nicht stark gegen mich. Also von dem her kann ich das ruhig machen. Null Effektivität. Finde ich halt eben noch gut gemacht von dem Game, wenn man einen Doppelkampf hat. Boah, seht ihr? Ich greife halt auch mein eigenes Vieh an dadurch. Das ist natürlich super optimal, aber man kann nicht alles haben. Volltreffer gegen das Fischgesicht. Tja. Hätte auch Lehmschuss machen können. Ich voll Idiot, aber man kann halt nicht alles gerade auf einmal haben. Das Glück hat mich verlassen. Ja, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Mal etwas erfolgreicher als sonst. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen.